Sebastian Reich, ich habe mir sagen lassen, du hast jetzt noch einen dritten Künstler, nicht? Bringst du den auch noch zum Reden? Nee, der redet nicht, aber es gibt noch jemand anderen, der dieses Jahr ein paar Worte reden wird. Ja, du hast so einige Überraschungen mitgebracht, nicht? Und da wird so ein bisschen was sein, nicht? Amanda mal alleine oder was haben wir da gerade alles schon gehört? Was kann also, da uns erwarten? Amanda alleine wäre mal eine ganz große Überraschung, da würde ich mich mal freuen, das würde ich mir dann sogar anschauen. Nee, Amanda wird vielleicht ein bisschen Abweg, andere Wege gehen, vielleicht auch mal verschwinden. Da müssen wir mal gucken, was wir an der Stelle tun werden. Und vielleicht merkt man daran schon, es wird so ein paar mehrere Stellen vielleicht geben, wo wir auf dem Bildschirm auftauchen. Für mich auch mal eine ganz neue Erfahrung wieder. Und das ist aber das Schöne daran, wir versuchen ja auch jedes Jahr, das ist ja auch der Anspruch an einen selbst, dass man nicht sagt, man macht immer nur seine Nummer da oben. Man versucht gemeinsam mit den Kollegen, auch mit der Redaktion immer wieder mal zu versuchen, was können wir noch Neues machen, was anders machen. Und das ist dieses Jahr, glaube ich, ganz gut gelungen, mal wieder ein ganz anderes Feld nochmal zu zeigen. Es ist immer eine besondere Herausforderung. Ich kann mich an ein Interview, was wir beide geführt haben, und das war in dem Jahr, als wir alle nicht wussten, wer kommt, als die Wahlen so lange gedauert hatten. Und Amanda hatte da ihre besonderen Kommentare dazu. Und da wusste wirklich keiner, was passiert, was los ist. Und dann haben wir, als du rauskamst, ein kurzes Interview, da wurden so richtig die Emotionen frei. Kannst du dich daran noch erinnern, an diesen Moment? Also es gibt Momente, wo man sich definitiv wahrscheinlich das ganze Leben lang dran erinnern wird. Und dieser Moment, der gehört definitiv dazu. Das war das Jahr, wo wirklich sehr chaotisch in der Vorbereitung war. Wer kommt nicht und so weiter und so fort. Von daher ist es tatsächlich so, dass dieser Moment noch tief in mir drin ist und der wird auch immer in Erinnerung bleiben. Und was das Thema Emotionen angeht, das merkt man schon in den Proben. Man probt natürlich lang auf diese Nummer hin und weiß dann nicht, was kommt wie an. Und da sind schon so Momente mal dabei, wo man dann auch so eine innere Gefühlswelt hat, wo man sagt, Mensch, das kam jetzt besonders gut an, da freue ich mich ganz besonders. Oder auch mal umgekehrt, also hat man hier alles schon erlebt. Von daher ist diese Live-Sendung auf alle Fälle immer auch ein emotionaler Abend. Ja, man sieht, hier stehen so ein bisschen die Tränen in den Augen. Das ist schön. Das darf auch ein Künstler mal haben, dass ihm so ein bisschen die Tränen dabei in den Augen stehen. Ich habe das Ganze gestern mir schon angeschaut und ich muss sagen, es geht zwischen lustigen Karneval, Fastnacht und alles, was dazu gehört. Und dann aber auch die Ernsthaftigkeit der politischen Sache. Und ich finde, ihr beiden, ich darf ja sagen, ihr beiden, ihr habt es wirklich auf den Punkt getroffen. Ich war gestern schon hin und weg von der ganzen Sache, weil es ist ganz selten, dass wirklich das Ganze so auf den Punkt kommt. Herzlichen Glückwunsch. Vielen herzlichen Dank. Das ist ein schönes Lob und das werde ich an Amanda so weitergeben. Dankeschön. Danke auch. Ich glaube, wenn man den Fernseher einschaut, nichts geht mehr ohne Amanda, ohne Sebastian Reich. Also ich habe es in diesem Jahr wirklich sehr, sehr oft gesehen. Wie viele Auftritte hast du so im kompletten Jahr mit TV und dergleichen? Ja gut, wir haben im Jahr im Schnitt so gut 100 Tourtermine, also wo wir bundesweit auf Tournee sind. Dann kommen auch gewisse Firmen-Events dazu, wo wir dann auch mal so Kurzauftritte haben. Dann natürlich die Fernsehpräsenz, also summiert sich immer so auf 150, 160 Termine im Jahr, wo ich das Vergnügen mit Amanda auf der Bühne habe. Und es gibt einen Termin, der ist am Freitagabend und da gilt nur eins, einschalten. 2.2. 19 Uhr und dann einfach Spaß haben, genießen.